Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Ich kümmere mich mal darum, diesen Ort hier ein wenig zu befreien. Was ein bisschen schwierig wird ohne Granaten natürlich. Deswegen werde ich erstmal mich um die großartig bekanntesten Sachen erstmal kümmern, und zwar Kisten und Wassertanks. Etwaige, ne? Also sofern welche vorhanden sind, mit anderen Worten. Wobei ich hier das Gefühl habe, dass hier eher auf modernes Wasser gelegt wird. Das heißt, keine Wassertanks auf Dach, sondern ja, rein ausschließlich nur. Alle verfügbaren Einheiten in der Gegend, vorrücken! Die normalen Sachen hier. Also ich finde keine Dachwassertanks, um es anders zu sagen. Feindgesichtet in meinem Sektor! Aktuell schon 22%. Komm schon. Du verdammter Wichser! Na toll, ich konnte gerade nicht hingucken. Zeit zu sterben. Das ist unfair. Ich gehe rein. Das ist total unfair. Okay. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Unfassbar, aber wahr. So. Entschuldigung, aber ich musste das Ganze hier noch vervollständigen. Von der Zerstörungsstärke her. So. Jetzt die nächste Tankstelle aufsuchen, die ist da drüben. Super, Ruckelparty! Achso, okay, doch nicht. Doch, Ruckelparty. Okay, egal. Aktuell sind es 30%, so gut wie, ne? Das heißt, grandioserweise brauche ich jetzt nur zur nächsten Tankstelle gehen. Sofern noch einer auftaucht. Okay, ich werde jetzt einmal kurz speichern. Das hat mir gerade das Spiel so assoziiert, von wegen speicher doch mal. Damit ich wieder ein bisschen Input nachladen darf. Oh, mir tun echt die Ohren weh langsam, Leute. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die Aufnahmesession jetzt noch mache, aber ein paar Folgen werden es noch. Oh, ey. Geht echt ganz schön auf die Ohren. Also die Kopfhörer drücken halt, dann drückt halt noch zusätzlich die Brille hinter den Ohren, ne? So. Und das ist halt beides zusammen einfach nur Druck.
Also Schmerzen durch Druck. Alarm! Wir haben Feindkontakt! Alle verfügbaren Einheiten in der Gegend! Vorrücken! Ach ja, so. Ach doch, da drüben ist zum Beispiel ein Wasserturm. So, sehr schön. Alle Einheiten! Gefahrenverzug! Melden Sie sich umgehend in der Gefahrenzone! Ich glaube, das war. Ich weiß nicht, ob das halt stimmt. Da bin ich jetzt mal wieder gerade vorsichtig. Ich sage das auch gleich voraus. Wenn es nicht stimmt, korrigiert das bitte per einen Kommentar. Danke. Und ja, ich pinne dann den Kommentar an, wenn das halt faktisch so ist. Und zwar, diese Wassertanks, die ich halt gerade hier zerstöre, sind theoretisch eigentlich Löschtanks. Also die wurden im Fall eines Brandes, ja, unten der Deckel direkt abgesprengt. Also wirklich, im Haus gab es eine Art Sprengvorrichtung und deswegen haben viele Dächer auch, ja, eine Art Ablaufschutz, könnte man sagen. Und dann sickerte das Wasser halt in die Häuser rein, damit das halt schnell gelöscht werden konnte. So, das ist halt eigentlich der Grund, warum diese Tanks auf den Häusern draufstehen. Nicht um das Haus mit Wasser zu versorgen, wenn mal gerade zu wenig da sein sollte oder so. Ne? Aber trotzdem, falls ich damit falsch liege, aus welchen Gründen auch immer, dann korrigiert das natürlich bitte. Melde Feinde in unserem Sektor. Herzlichen Dank. Alle Einheiten, vorrücken! Stecken Sie die Waffe weg! So. Ich habe ihn im Visier! Verteilt euch! Los! Los! Steigen ein! Friss Blei! Rein mit dir! Okay, das war jetzt echt weird. Okay, gerade läuft es gut. Da! Schnappt ihn euch! Ja, so. Sehr gut! Er blutet! Attacke! Ich bring dich um! Thank you.
du Schwein! Feind in Sicht! Ich seh ihn, dieser Feigling! Jetzt seh ich ihn! Vorrücken! Ja, ich sehe dich! Bringen wir es zu Ende! So, dich, da ich es übersehen habe, okay. Da drüben ist noch ein Wassertank. Super. Und da hinten ist nochmal eine Tankstelle samt Alarm! Personal. Wir haben Feindkontakt! Alle verfügbaren Einheiten in der Gegend! Vorrücken! Ich bring dich um! Ach, Scheibengleister! Na gut, 55% haben wir von dem Ort. Und das in 11 Minuten. Also das lässt sich mal gut zeigen. Ich glaube, ich habe ja vorher noch ein Rennen beendet, oder? Keine Ahnung. Weiterspielen. So. Was mir auf jeden Fall gerade auffällt oder einfällt ist, wir müssen ja noch eine ganze Menge an Orte befreien, aufräumen und... Ich bin Starter! Auch wenn es mir schwerfällt zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier alles schaffe. 100% sind echt viel. Ich habe die Story sehr früh beendet. Hätte vielleicht doch noch mehr ein bisschen noch hiermit genießen sollen, noch mehr Rennen machen sollen parallel. Keine Ahnung, ich... Na gut, wir sind aber bei aktuell 73% von insgesamt, also... Ja, beschweren darf ich mich nicht. Wir haben ja immerhin noch viele Nebenmissionen. Die gleichen das irgendwie so ein bisschen aus. Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten, vorrücken! Ich bin stark. Ich muss mir tatsächlich Ausrüstung holen, das geht mir sonst auf den Senkel. Komm. Sei vorsichtig damit! Achso, ich verstehe. Wenn ich mehreres schnell hintereinander bestelle, bleibt er noch über mir und wirft das dann schneller ab. Na denn. So, und die Sprengladung brauche ich auch nochmal, nachdem ich die ja jetzt auch gepeilt habe, wie die funktionieren. Er steckt ziemlich was ein! Vorsicht! Sie geht gleich hoch! Melde Feinde in unserem Sektor! Alle Einheiten! Vorrücken! Wir steigen ein! So, 64%. Arschloch! Sammeln! Er ist tot!
in Sicht. So. Feind in Sicht! Ah! 70%. Jetzt will ich ihn! So viel zum Babyboom. So, 71%. Okay, die Statuen bringen also ganz wenig nur, gefühlt. Mal sehen. Ich dachte, das macht das hier gerade nach dem Schnellverfahren, damit ich wirklich schnell hier durch bin. Jetzt muss ich gleich das Ganze noch hier nachgucken, was hier noch ist. Also, grandioserweise weiß ich nicht alles, Bots. Was aber auch irgendwie klar ist. Zumindest könnte ich mal zur Abwechslung bald wieder sagen, okay, ich mach mal wieder eine Nebenmission. Ah, da oben. Keine Gnade! Das gehört nicht an. Also, seien Sie glücklich. So geht das. Ich ertrage diese Stimme nicht! Feind gesichert in meinem Sektor! Aktuell schaut das ganz gut aus mit der Beseitigung aus hier. 74%. Ja. Könnte natürlich schon mal wieder mehr sein, aber ihr kennt das ja. Man muss das ja ein, zweimal auch überfliegen, um alles zu finden. So, jetzt muss ich mal auch hier schwissen, den Gebäuden wieder längs gehen. Hier zum Beispiel ist nochmal eine Panau-Statue. Panne. So viel zum Babyboom.
Okay. Dann ist noch dieser Tempel. Ich glaube, da war auch noch eine Kiste. Konnte aber halt nicht aussteigen, großartig. Ah ne, hier hat ein Rennen angefangen, genau. So viel zum Thema Kiste, ne? Aber hier ist eine Statue. So viel zum Babyboom. Somit wird es langsam weniger. Wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. Von irgendwo hatte ich doch wieder Propaganda gehört. Propaganda meine ich. Plus von wo? Ja toll, fall natürlich exakt am Baum runter. Keine Chance irgendwie nochmal mich hoch zu pushen. Na gut. Anderes Problem ist, die Zeit wird eng, Leute, ne? Die Zeit wird knapp. Und, ja, keine Ahnung, ich könnte jetzt noch Stunden hier rumgeistern. Das Problem ist, das bringt mir halt nicht viel. Ich muss diesen Propagandawagen finden und dann ganz schnell weitermachen.
Okay, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es aus dem Bereich hier kommt. Okay, ihr hört das auch, ne? Das ist irgendwie woanders gelegen wieder. Und ich höre es aber hier durchschallen. Ist das ekelhaft gemein wieder. So. Prozent. Vielleicht sollen gerade solche Störgeräusche, nenne ich jetzt mal, auch einen von der eigentlichen Sache ablenken. Beziehungsweise sagen, okay, hier, da ist doch ein Ton, da muss ich doch hin in die Richtung. Ja. Wie dem auch sei. Autsch, ein Frontalangriff auf Babys Ego. Ah, da ist auch noch was. Blute Arschloch! Granate! Darüber! So, 84%. Sind also noch 16%. Übrig, dann habe ich den Ort hier komplett bereinigt. Aber anscheinend nicht mehr in diesem Part. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!